Wir erkunden heute eines der ältesten religiösen Bauwerke Balis, den 962 erbauten Tempel Tirta Empul, den Tempel der sprudelnden Quellen. Er gehört zu Balis Weltkulturerbestätten. Die Anlage darf nur mit Sarong betreten werden. Man kann ihn am Eingang gegen eine kleine Spende ausleihen. Die Anlage besteht aus drei einzelnen Tempeln. Im Innenhof, dem Cheruan, befindet sich die heilige Wasserquelle, in der hinduistische Reinigungszeremonien stattfinden. Schon bald wird man von einem Guide angesprochen, ob man an so einer Zeremonie teilnehmen will. Das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Wir werden zu einer Umkleidekabine geführt und können unsere Kleidung in Schließfächern unterbringen. Dann bekommen wir einen obligatorischen Badesarong. Man kriegt jetzt seinen Badesarong, dass wir dann in die heiligen Wasser gehen können. Das ist unser Guide Gede, leitet uns und macht das alles. Gut sieht er aus, der Bub. So, wir kriegen jetzt hier noch Opfergaben. But we believe that only one God. Sanghyang Widi. Sanghyang Widi Wasa. God in here. God in here. Bevor wir an der rituellen Reinigung teilnehmen dürfen, müssen wir eine Opfergabe, das Chanang Sari, darbringen. In Gedanken bitten wir um die Erlaubnis, den Pura Tirtha Empul betreten zu dürfen. Dann legen wir unsere Opfergaben nieder. Put one on the table and one in the, on the floor. Your the offering. One, in one the on table? The table. Yeah. And one on the floor. Yeah. On the floor. Wir gehen jetzt ins heilige Wasser und beginnen mit der Reinigung von Körper und Geist, von negativen Einflüssen und Charakterschwächen. Im ersten Becken sind 13 Wasserspeier, doch wir beginnen mit dem zweiten, denn der erste ist nur für gläubige Hinduisten. An jeder Wassersäule werden wir je dreimal Schultern, Gesicht und Kopf waschen, so nimmt das heilige Wasser die schlechten Gedanken und die bösen Geister von uns. Speier 11 und 12 werden wir auch auslassen. Sie sind den Toten geweiht. Die Videoaufnahmen hier haben wir unserem Guide Gede zu verdanken. Er erklärt auch, wofür die einzelnen Wasserspeier stehen. And this is for the curse. 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 Bad attention. Wir sind bereits im zweiten Becken angekommen, das der Reinigung von allem Bösen aus der Vergangenheit dient. Gleich unserer Beichte bittet man um Verzeihung für begangenes Unrecht. Jetzt ist es Zeit, um für Glück und gutes Karma für dich und andere zu bitten. Oh,
Zum Schluss muss noch dreimal aus der heiligen, heilenden Quelle getrunken werden. Doch das Runterschlucken habe ich mir erspart. Man weiß ja nie. Geschafft. Jetzt sind wir gereinigt, geläutert und zu neuen Schandtaten bereit. Unsere Devise, früh aufstehen, hat sich wieder mal gelohnt. Jetzt kommen die Touristenscharen. Aber wir sind bereits fertig. Wie anfangs erwähnt, befinden sich in der Anlage noch weitere Tempel und auch etliche Wasserbecken, teils mit Speiern. Wir kommen zum heiligen Teich, dessen Wasser einer nie versiegenden Quelle entspringt, die der Legende nach an der Stelle ist, wo ein böser Dämon namens Maya Denava besiegt wurde. Der Dämon hatte die Macht, sich in Tiere, Gegenstände und sogar andere Menschen zu verwandeln. Er herrschte über große Teile von Bali und Indonesien. Um die Soldaten des Gottes Indra zu töten, schuf er einen wunderschönen Teich, vergiftete das Wasser und die daraus trinkenden Soldaten des Gottes Indra. Als Indra am nächsten Morgen die Sterbenden und Toten sah, rammte er seinen Stab in den Boden und erschuf so die heilige, heilende Quelle Tirtha Empul und erweckte die Soldaten wieder zum Leben. Beim Verlassen der Anlage geht's noch vorbei an jeder Menge Souvenirständen. Der Tag ist noch jung und so geht unsere Fahrt weiter zum Tangkub Wasserfall. So, jetzt gehen wir zum Wasserfall. Aber da laufen wir runter. Rechts von uns säumen herrliche große Farne den Weg und links haben wir einen tollen Blick runter auf Reisterrassen. Was hat er dann schon wieder entdeckt? Einen schönen Schmetterling. Erst soll ich stehen bleiben, dass er ein Bild machen kann und dann, ja, Männer halt. Bleibt er dann den Ameisenhaufen stehen. Von nun an ging es bergab, steil bergab. Durch unwegsames Gelände, steile Treppen
und teils abenteuerliche Brücken. Wo die Touristen überall rumsteigen. Ja, über Stock und Stein, bergauf, bergab. Und wer runterklettert, muss auch wieder raufkrabbeln. Wir sind wieder oben angekommen und hinterlassen hier eine Spende für den Mann, der die Wege pflegt und darauf achtet, dass das Gebiet hier sauber bleibt. Also was man bei uns nicht kennt, das ist eine Banane, in den Steinen drin ist. Und hier sind Steine in den Bananen. Aber kann man alles mitessen, bleibt nichts im Hintern kleben. Geschmack ist sehr gut. Wir wandern zurück zu unserem Möff und gehen weiter auf Entdeckungsreise. Wir kommen vorbei an den berühmten Reisterrassen von Tillagalang. Aber Reisterrassen haben wir mittlerweile so viele schöne gesehen, dass wir hier nur einen kurzen Brotzeitstopp einlegen. Aber das fasziniert Dietmar jetzt doch. Da müssen wir unbedingt noch hin. So, our Ghost Rider startet jetzt dann. Das haben wir jetzt gerade abseits der normalen Strecke einfach so gefunden. Das soll wohl eine Holzschnitzerschule sein. Ah, das ist eine. Neugierig wie wir sind,
gehen wir natürlich rein und treffen auf eine Frau, die uns einlädt, hier alles in Ruhe anzuschauen. Es handelt sich um die Ausstellungsräume einer Holzschnitzerschule. Also eine Figur schöner als die andere. Sie erklärt uns, dass die Malarbeiten hier von ihr ausgeführt wurden und sie vom Malen der Deckenarbeiten starke Rückenschmerzen hat. Ein kleines Stück weiter in der Straße sind die Holzschnitzer in ihren Häusern fleißig am Arbeiten. Sie freuen sich, dass wir anhalten und ihrer Arbeit Beachtung schenken. Wir kommen ins Gespräch mit einer jungen Frau und sie möchte uns gerne eine Kaffeeplantage zeigen. Wir fahren ihr hinterher. Jetzt sind wir eine Kaffeeplantage. Eingang. Als erstes bekommen wir die verschiedenen Kaffeebohnen mit unterschiedlichen Reife- und Röstgraden zu sehen. Darunter natürlich auch die teuerste Bohne der Welt, die für den Luwak-Kaffee. Über den Luwak-Kaffee werde ich euch in einem anderen Video ausführlich berichten. Hier sehen wir, wie der Original Bali Coffee zubereitet wird. Die Bohnen werden unmittelbar vor dem Brühen von Hand gestampft und von Hand gebrüht. Sobald eine Maschine zum Einsatz kommt, handelt es nicht mehr um den Original Bali Coffee. In Restaurants und Cafés kommt meist gemahlener Kaffee aus der Tüte zum Einsatz. Nicht selten ist er sogar mit Reis oder Maismehl gestreckt, um die Kosten zu senken. Lemon Tea, Vanilla Coffee, Rosella. Rosella? Tea. Cinnamon Tea, Ginseng Tea. Okay. Wir gehen noch durch einen kleinen, nicht sonderlich spektakulären Kaffee- und Gewürzgarten. Zum Schluss dürfen wir in diesem kleinen Pavillon noch die verschiedenen Kaffee- und Teesorten probieren. Um keines unserer Videos zu verpassen, musst du nur hier abonnieren, das Glöckchen drücken und schon bist du dabei.